So, ich bin hier auf dem Trödel und das hier müsste Uranglas sein. Und wenn man sieht, brilliert der Geigerzähler da nicht unbedingt. Ich habe noch so eine LED-Lampe mit. Da kann man gucken. Ja, so richtig fluoreszierend tut es auch nicht, aber der UV-Anteil ist auch nur 0,6% bei dem Licht. Ich komme darauf, dass es Uranglas vielleicht sein könnte, weil es einfach wegen der Farbe grün ist. Aber dann auch noch, weil es nicht klar grün ist, sondern tatsächlich hier so ein bisschen trüb. Das ist typisch für Uranglas und die Haptik. Das Glas fühlt sich kalt an und tatsächlich so, als wenn etwas in die Haut eindringt, wenn man nahe kommt, zum Kribbeln. Es sind allerdings nicht die Sachen, die einem nahe kommen, sondern die Folge der Ionisierung der eigenen Körper, der eigenen Atome, der eigenen Körperzellen. Ich hole mal den anderen Geigerzähler noch kurz raus und muss gucken, was der hier schafft. Ja, also ich gehe davon aus, dass es Uranglas ist und dass die Werte hier nicht richtig sind. Das schaffen die Geigerzähler tatsächlich nicht. Naja.